Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben hier einen Produktvergleich angestellt mit den besten Produkten, beginnend von Platz 3 bis hin zu Platz 1. Es lohnt sich also, das Video bis zum Ende anzuschauen. Die aktuellen Angebote mit den besten Preisen haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt, also unter diesem Video. Unser Redaktionsteam hat eine große Auswahl an aktuellen Bestseller-Produkten und Neuerscheinungen durchleuchtet, von größeren Herstellern, aber auch von kleineren Anbietern und so die besten Produkte in einem übersichtlichen Vergleich zusammengestellt. Viel Spaß damit. Sie waren schon einmal online am Spiel und fragen sich, warum sie gnadenlos schnell im Shooter vom gegnerischen Team besiegt wurden. Mangelnde Kommunikation könnte einer der Gründe sein. Und hier kommt das Gaming-Headset ins Spiel. Tauschen Sie sich mit Ihren Teamkameraden aus, ob Strategiespiel oder Shooter. Sie können einfach konzentrierter Ihr Team unterstützen, wenn Sie nicht zum Tischmikro vorbeugen müssen. Oder noch schlimmer, gar keins haben. Über Surround Sound oder Stereo können Sie zudem die Quellen von Geräuschen in Games wesentlich besser orten. Sie wollen sich einen günstigen Gaming-Kopfhörer kaufen? Lassen Sie uns Ihnen in diesem Gaming-Headset-Vergleich einen kleinen Überblick über die Produkte von 2020 verschaffen. So finden auch Sie Ihren persönlichen Gaming-Headset-Testsieger. Auf unserem dritten Platz des Vergleichs ist der Patriot V380. Das V380 RGB ist ein ausgezeichnetes Gaming-Headset zu einem fairen Preis. Zum Lieferumfang gehört neben dem Kopfhörer nur noch ein ansteckbares Mikrofon, allerdings ohne Popfilter. Hersteller Patriot setzt bei einem Kopfhörer auf einen Materialmix aus Kunststoff und Metall, was ihm eine angenehme Optik verpasst. Darüber hinaus gibt es an der Verarbeitung nichts auszusetzen. Bei den Ohrmuscheln geht Patriot einen ungewöhnlichen Designweg. Diese sind in der Grundform nämlich nicht oval, sondern eher trapezoid gestaltet. Es lässt sich auch als Brillenträger komfortabel ein paar Stunden tragen. Dazu tragen auch die beiden Ohrpolster aus Memory Form bei. Da sie aber mit der Kunststoff überzogen sind, gilt auch hier, dass der ein oder andere Gamer schnell schwitzende Ohren bekommen könnte. Der Sound des V380 kann sich hören lassen. Der Klang des Headsets überzeugt sowohl bei Shootern, RPGs und Sportspielen, wie auch beim Hören von Musik. Allerdings könnte der Sound beim letzteren etwas intensiver sein. Möchten Sie den 7.1 Surround Sound aktivieren, die Beleuchtungsoption oder einen Equalizer nutzen, dann müssen Sie den Viper Software installieren. Leider existiert das Programm nur in englischer Sprache und Equalizer Presets suchen Sie ebenfalls vergebens. Darüber hinaus können Sie einmal vorgenommen Einstellungen nicht abspeichern. Das Mikrofon lässt sich dank des flexiblen Arms gut einstellen und mit Hilfe des kleinen Buttons an der linken Ohrmuschel schnell muten. Der Klang ist klar und deutlich. Auf dem zweiten Platz unseres Vergleichs ist der Corsair Void RGB Elite USB. Die Void-Serie gibt es schon seit einigen Jahren und trotzdem hat sich das Design der aktuellen Version ein wenig geändert. In der Verpackung finden sich neben dem Headset nur noch ein Popfilter für das herunterklappbare Mikrofon. Die Verarbeitung ist hervorragend, sodass das Headset einen ebenso robusten wie qualitativ vollen Eindruck hinterlässt. Der positive Eindruck setzt sich beim Tragekomfort fort. Der Kopfhörer lässt sich trotz seines etwas größeren Eigengewichts von fast 400 Gramm sehr bequem tragen und kann auch von Brillenträgern lange genutzt werden. Allerdings könnte Usern mit einem eher kleineren Kopfumfang das Void für optimalen Sitz zu groß ausfallen. Die Ohrmuscheln sind mit Mesh Material überzogen, was dafür sorgt, dass der Gamer nicht so schnell ins Schwitzen gerät. Die Soundqualität, die aus den 50mm Audiotreibern im Ohr ankommt, kann sich wirklich hören lassen. Lediglich der Bass ist ein wenig zu dominant. Mithilfe der dazugehörigen IQ-Software steuern Sie neben der RGB-Beleuchtung auf Wunsch auch die Equalizer-Einstellungen oder legen eigene Soundprofile an und aktivieren den 7.1 Surround Sound, der leider gekünstelt klingt. Der Sound des fest verbauten Mikrofons ist tadellos und kommt deutlich bei Ihrem Mitstreiter an. Für weitere Informationen über die Produkte bitte in der Videobeschreibung nach dem gewünschten Produkt suchen und anschließend auf den Link klicken. Unser Testsieger des heutigen Vergleichs ist der Logitech G Pro X Kopfhörer. Hersteller Logitech hat sich bei diesem Headset ebenfalls für die geschlossene Baumform entschieden und ist hochwertig verarbeitet. So wird hier vor allem auf Stahl und Aluminium gesetzt. In Sachen Tragekomfort hinterlässt es einen zwiespaltigen Eindruck. Den Gamern mit einem sehr großen Kopf könnte es etwas zu eng anliegen und so unangenehm drücken. Wem die Ohrmuschel aus Kunstleder zu unbequem sind, weil er zu stark darunter schwitzt, der kann auf das mitgelieferte Weller Spa umsteigen. Die Höhe und Mitten kommen klar durch die 50mm Neodym-Treiber, auch der Klang des Basses bleibt angenehm neutral.
Das mag dem einen oder anderen Spieler aber zu wenig sein. Ein Highlight ist das ansteckbare Mikrofon, das mit Popfilter ausgeliefert wird und dank der Blue Voice Technologie für eine glasklare Stimmwiedergabe sorgt. Das Headset lässt sich auch Konsolen oder Smartphones nutzen, dann aber ohne Blue Voice und Surround Sound Support.